Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennase Weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich mir mal den roten Traubensaft besorgt, auch wieder von Vernamen. Und jetzt bin ich mal gespannt, hier ist auch wieder eine Flasche Wasser. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, ob der wirklich mehr Geschmack hat. Super. Ob der tatsächlich wieder mehr Geschmack hat als der weiße Traubensaft. Auf jeden Fall geht die Flasche schon mal beschissen auf. Deswegen habe ich auch früher diese Blechverschlüsse immer gehasst. Da sind die Plastikverschlüsse tatsächlich schon mal eine Nummer besser. Weil die griffiger sind. Und ich habe jetzt, weil ich das Glas gerade gespült habe, nasse Hände. Oh ja, der riecht auf jeden Fall schon mal ein bisschen intensiver. Sehr dunkel. Ja, diese Blechdinger, die anzeigen sollen, dass die Flasche noch nicht geöffnet war, haben sich wieder nicht richtig rausgebogen. Deswegen geht der Verschluss da nicht vernünftig drauf. Ja, ich hasse diese Blechverschlüsse. Das ist wieder 100% Direktsaft und dafür ist der eigentlich gar nicht mal so teuer, wobei ich immer noch nicht weiß, welche Trauben in Hamminkeln wachsen. Zutaten sind natürlich Traubensaft, 100%. Und da sind 67 Kalorien drin, also deutlich mehr. Also in der Cola, da sind nämlich nur um die 45 drin. Ja, und da ist schon deutlich mehr Geschmack drin als in dem weißen Traubensaft. Schmeckt auch jetzt wieder nicht übertrieben süß. Wobei ich sagen muss, der ist schon süßer als eine Cola oder ein Energy Drink. Ich habe ja hier einen Energy Drink stehen. Was waren denn da für Kalorien drin? 39. Also da ist schon ordentliche Menge Zucker drin. Was ich jetzt erschreckend finde, ist, dass es beim besten Willen nicht wie eine Traubenlimo schmeckt. Und dass ich tatsächlich sagen muss, dass ich eigentlich eine Traubenlimo leckerer finde. Wobei, das kann man jetzt auch nicht so stehen lassen. Ich meine, ich habe jetzt hier relativ wenig Wasser reingekippt. Aber das schmeckt halt immer noch süß. Und ich muss auch sagen, so viel mehr Geschmack wie in einem weißen Traubensaft ist da auch nicht drin. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass der so viel besser schmeckt wie der Traubensaft aus dem Tetrapack, den ich früher mal getrunken habe, der wahrscheinlich ungefähr die Hälfte gekostet hat und auch kein Direktsaft war. Wobei ich weiß gar nicht, ob man aus Traubensaft auch Konzentrat macht. Und die haben auch von der gleichen Firma Direktsaft von bestimmten Rebsorten. Das heißt, man kann sich dann aussuchen,
welcher Rebsorte der Traubensaft dann gepresst ist, so wie beim Wein. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal uninteressant. Nur da kostet so eine Flasche halt 5, 6 Euro oder so um den Dreh. Und ich bin ganz ehrlich, für 5, 6 Euro kriege ich auch eine Flasche Wein. Da ist dann auch noch Alkoholsteuer drauf. Wobei ich sagen muss, 5, 6 Euro für eine Flasche Wein, das ist schon nicht der billigste Wein. Ich meine, das ist immer noch kein teurer Wein. Ich habe schon mal 20, 30, 40 Euro für eine Flasche Wein bezahlt. Aber da hat man auch mehr rausgeschmeckt dann. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Weil ich habe da eher wenig Traubenaroma, sondern einfach nur, ich kippe jetzt noch mal ein bisschen mehr Wasser da rein. Ich meine, es schmeckt nicht schlecht. Jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das jetzt irgendwie grausam schmeckt oder so. Aber ich finde, das Zeug ist halt, schmeckt halt hauptsächlich süß. Nee, da bin ich ein bisschen von enttäuscht. Ich habe mir da deutlich mehr Geschmack von versprochen. Ich sage jetzt mal, der ist nicht schlecht, kriegt aber nur einen Seitwärtsdaumen. Und ich glaube auch nicht, dass das an dem Wasser liegt. Ich kaufe mir dann immer das Billigste. Ich trinke normalerweise kein Wasser. Und ich glaube, davon kostet dann halt die Halbliterflasche 19 Cent oder so. Bei 25 Cent Pfand. Und bevor ihr jetzt fragt, ich werde wahrscheinlich keine Mineralwasser-Reviews machen, weil ganz im Ernst, für mich ist das Wasser. Ich meine, es gibt Wasser, was mir mehr schmeckt und was mir weniger schmeckt. Aber im Allgemeinen, wenn da genug Kohlensäure drin ist, ist mir halt relativ Latte. Deswegen, das ist halt billigste. Deswegen kaufe ich das. Ich bin zwar gerade bei Wasser kein großer Fan von den Plastikflaschen. Gerade hier diese Halbliterflaschen sind sehr, haben ein sehr dünnes Material. Aber das ist nicht Thema. Thema bei der Traubensaft. Ich bin ein bisschen enttäuscht, bin ich ganz ehrlich. Ich muss mal gucken. Vielleicht gebe ich ja doch mal die 5 Euro oder 5,5 Euro für die reine Rebsorten-Traubensäfte aus. Aber naja, mal schauen. Auf jeden Fall, das war es für heute. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar und sage dann danke fürs Zugucken. Bis beim nächsten Mal.